Hallo Freunde der virtuellen Realität und Landschaft, herzlich willkommen zurück zu Frühling in Stoppenbach. Es sieht nicht ganz so frühlingshaft heute aus, aber wir haben Nebel und eine gute Wettervorhersage. Ich glaube, es wird der erste Tag, an dem der Boden nicht gefroren ist. Und diesen Tag fangen wir an mit einer, ja, bisschen traurig, bisschen schönen Sache. Ich stecke hier nochmal ganz kurz ein. Ihr seht, dass wir 30.1 Betriebsstunden auf dieser Kiste drauf sind, also tatsächlich 30 Stunden mit dieser Kiste gefahren. Ich war gerade selber ein bisschen geschockt und überrascht, dass es so viele Stunden sind. Ich dachte, ich hätte mit dem nicht viel gemacht. Aber anscheinend habe ich mit dem doch einige Sachen gemacht. Aber er kommt jetzt weg. Ne? Ihr habt ja alle in den Kommentaren gesagt, na, wenn ich ihn nicht brauche, dann soll ich ihn doch verkaufen. Auch wenn ein paar gesagt haben, ich soll lieber den alten verkaufen, nicht den neuen. Na, ich hänge halt an den alten ein bisschen mehr als an den neuen. Und vor allem, na, dann müsste ich den 6 Alpha stattdessen verkaufen. Der einzige, der in der Leistungsklasse wäre, dass ich ihn verkaufen könnte, wäre der 6 Alpha. Und ja, ich könnte den 6 Alpha verkaufen. Den brauche ich nicht unbedingt. Und den hier stattdessen behalten. Aber, ja, wir verkaufen lieber den hier. Wenn der komplett der 6 Alpha auch ein bisschen mehr zum Einsatz, ne, der schadet dem auch nicht. Und der 6 Alpha ist halt doch ein schöner 6-Zylinder, das hier ist nur ein 4-Zylinder. Und ne, das hier ist ein... Ich weiß, ich bin eigentlich nicht so derjenige, der sagt, ach nee, lieber 6-Zylinder und Sauger als ein 4-Zylinder Turbo. Aber das Nennen ist es so, ne, dass hier ein 4-Zylinder Turbo, anderes ein 6-Zylinder Sauger. Der ist dann auch schon ein bisschen angenehmer, auch mal für die Feldarbeiter oder so. Ich weiß es nicht, ne, einfach mit stufenlosen Getriebe und so. Ja, ne, es macht keinen Sinn, diesen hier zu verkaufen, den 6 Alpha zu behalten, aber wir haben jetzt ja gestern schon mal so eine Entscheidung getroffen, die rein gar keinen Sinn macht und nur emotional ist, und haben das, machen wir es halt wieder. Wir verkaufen den hier, halt nicht konfigurieren, ich möchte ihn verkaufen. Warum kann ich ihn nicht verkaufen? Muss ich ihn reparieren? Okay, ah, und jetzt kann ich ihn verkaufen, okay, wunderbar. Also wie gesagt, ne, es ist nicht unbedingt die sinnvollste Sache, aber letzten Endes ist das der Schlepper, den wir am wenigsten brauchen. Der hat zwar den meisten Komfort, aber es bringt auch das meiste Geld, wenn wir den verkaufen. Ich weiß, es macht keinen Sinn, einen neuen Schlepper zu verkaufen, weil der Einkaufspreis relativ hoch war und wir dabei Verlust machen. Macht es aber auch weniger Sinn, einen alten Schlepper zu verkaufen, wenn wir den für fast nichts kriegen, dann können wir ihn auch genauso gut behalten. So, also. Wenn jetzt hier nicht mein Mauszeiger verschwunden wäre, könnte ich... So, so geht's. Verkaufen. Weg ist er. Jawohl. Wir müssen jetzt mal gucken in Steuerung Y, im P-Manager... und in die offene Posten, und da ist unser Geld, das nehmen wir uns jetzt. Und ich habe zum ersten Mal richtig Geld auf meinem Konto, 82.000, und ich darf heimlaufen. Ja, na, wie gesagt, mit einem lachen, einem weinenden Auge, wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld, ein bisschen Luft, dass wir ein paar Sachen kaufen können, was ich übrigens auch gleich machen werde. Genau, wir wollten hier was kaufen, ne? Wir wollten hier ein Frontladerwerkzeug kaufen, und zwar habe ich mir gedacht, diese Silageschneidezange, die wäre doch schon realistisch, die zu kaufen. Ja, hier gibt es noch andere Geschichten, die man sich da anschaffen könnte, vielleicht. Das sind interessante Sachen, aber das sind alle nicht MR. Dann weiß ich nicht, wie das vom Volumen her ist, und bei den MR-Sachen passt das Volumen, deshalb nehme ich dann doch lieber die Standard-Silagezange hier, würde ich mal sagen. Und, ja doch, kaufen wir uns dieses Gerät. Da passt auch ein bisschen mehr rein, 1000 Liter gehen hier rein. Und in die Schaufel gehen nur 700 Liter rein, das lohnt sich. Dass wir da dann mit der Silagezange hier unser Silo fahren, würde ich mal sagen. So, Farbe lassen wir so, und zack, ist gekauft, das ist unseres. Und jetzt müssen wir mal, ja, einen Frontladerschlepper holen und diese Schaufel hier abholen, würde ich sagen. Und das mache ich als nächstes. Ich denke mal, das mache ich wieder off camera, ne? Ich bin gerade hier ein bisschen am Durcharbeiten, ein bisschen hier, da, so Sachen erledigen. Aber den Moment, den historischen Moment, in dem wir unseren Schlepper verkauft haben, wollte ich doch aufnehmen. Ja, ich mache, ja, wie gesagt, ich hole jetzt die Schaufel heim und mache ein bisschen weiter so Aufräumarbeiten, und wir sehen uns später wieder. So, und da sind wir wieder. Es ist ein kleines bisschen Zeit vergangen, ne, zwischen dem letzten Segment des Videos und dem jetzigen Segment. Einen Moment, ich muss erstmal gerade, doch, läuft alles. Was habe ich denn gemacht? Moment, ich muss hier erstmal, so, Gänge. Wo sind sie denn? Hier sind Gänge. Ja, ich habe den Deutsch verkauft im letzten Segment, ne? Und in der Zwischenzeit haben wir zwei Livestreams gemacht. Und in einem haben wir hier ein bisschen... Ne, das war genau, das Holz haben wir im letzten Video gemacht. Was haben wir denn in einem Livestream gemacht? In einem Livestream haben wir jedenfalls Mist gefahren. Warum sind meine FPS so niedrig, oder ist das Multiplayer-Lag? Ich habe extra alle Programme in alles geschlossen. Na gut, erholt sich vielleicht noch. Ähm,
Wo waren wir stehen geblieben? Wo waren wir stehen geblieben? Genau. In einem Livestream, genau, ich habe in einem Livestream haben wir die Wiesen geeckt und in einem Livestream habe ich Mist gefahren. Ich habe fast allen Mist weg. Es bleibt jetzt noch ein Anhänger übrig. Und diesen einen letzten Anhänger, den fahren wir jetzt zusammen raus. Und ich denke mal, dann ist mein Mist wirklich weg. Dann ist es aber so, nur dass ich. So. Ihr seht das ja auch im Chat, ne? Ja, es ist so, dass ich den Miststreuer selber ausgeliehen habe. Und den Miststreuer werde ich weiterverleihen an den Blackie, sobald ich jetzt hier meine letzte Fuhre gefahren habe. Und im Gegenzug dazu kriege ich eine volle Fuhre zurück. Eine volle Fuhre Mist. Und die streue ich dann noch auf mein großes Maisfeld, beziehungsweise das, was letztes Jahr das Maisfeld war. Ne, ich habe doch gar kein Mais angebaut. Was habe ich denn letztes Jahr da drauf gehabt? Habe ich echt kein Mais angebaut? Warte, wir machen mal wieder Innenkamera. Das finde ich schöner beim Frontlader arbeiten. Man kann ruhig das Fensterchen aufmachen. Die beiden haben ihren Spaß hier. Der hat Langeweile, der Blackie. Ja, der wartet auf den Mistwagen. Aber ich habe gesagt, ich möchte schon erst noch vor uns fertig fahren. Ne? Wie gesagt, wir haben noch eine kleine Fuhre zum Feld 173, 174. Na, das ist ganz hinten im Wald. Da müssen wir noch ein bisschen Mist hinfahren. Und, ups. Ja, wenn das erledigt ist, dann geben wir den Miststreuer dem Blackie. Und dann streut er damit. Und der Blackie streut beim LH. Und nachdem der Blackie beim LH gestreut hat, als Auftragsarbeit, wird er den Streu vollladen und mir wiederbringen. Und dann, wie gesagt, kann ich das große Feld noch streuen, was ich übrig habe. Und ansonsten, weiß ich nicht, was wir heute in dieser Folge machen. Vielleicht machen wir gar nichts anderes. Vielleicht machen wir nur mit Streuen, mal schauen. Vielleicht ein bisschen Tiere versorgen. So, wie ist das? Hier haben wir auch noch ein bisschen Mist. Jawohl, da ist auch noch ein bisschen Mist. Ja. Es ruckelt doch schon irgendwie ein bisschen heute. Weiß auch nicht, woher das kommt. Ein Winde habe ich hier den Mist hingekippt. Da war gar kein Gebüsch und nichts. Und jetzt ist hier so viel Gebüsch. Ich wusste, dass da so viel Gebüsch ist. Hätte ich das weiter vorne hingekippt. Aber jetzt wissen wir es. Jetzt kippen wir es weiter vorne hin, den Mist. In Zukunft. So. Ich wundere das trotzdem, dass es so ein bisschen ruckelig ist heute. Doch komisch. Na, vielleicht ist es auch, weil so viele Leute auf dem Server sind. Wir sind jetzt gerade zu viert auf dem Server eigentlich. Ich glaube, LH ist auch noch hier. So, mal gucken, haben wir hier noch irgendwo was rumliegen? Ja, hier haben wir noch ein bisschen was. Das gibt's auch noch. Und dann machen wir uns auf den Weg raus zum Feld. Ja, das ist jetzt ja die Folge 2 von Frühling in Stappenbach. Und wir machen diesmal ja ein bisschen was anderes mit dem Frühling in Stappenbach. Na, wir machen das ja so, dass es ein bisschen weiter verteilt ist. Letztes Mal waren sie im Grunde 4 bis 5 Folgen direkt hintereinander. Es war dann ja auch nichts dazwischen, ne? Nichts rausgeschnitten, nichts off-camera. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, schon 2 Livestreams zwischen den Folgen gemacht. Und ich denke mal, das werden wir auch so weitermachen. Ich habe eigentlich relativ positives Feedback bekommen in der ersten Folge. Und wenn das diesmal auch wieder so ist, dass ihr sagt, okay, das passt so, dann machen wir das auch weiter so, ohne dass zwischendrin Livestreams kommen. Ich denke mal, Blackie, der meint, dass da noch was ist. Würde da nicht stehen. Doch, jawohl, hat er recht. So, gut. Ich denke mal, damit haben wir aufgeräumt hier. Ja, wie gesagt. Was habe ich gesagt? Ja, genau. Livestreams machen wir dazwischen wieder. Und genau das machen wir, denke ich mal, zwischen der jetzigen und der nächsten Folge auch. Dass irgendwie wir einen Großteil der Arbeit auf dem Livestream erledigen und dann halt nochmal eine Folge hinterherkommt oder sowas oder eine Folge voraus und dann der Rest der Arbeit im Livestream. Ich denke, das ist eine ganz gute Balance so zwischen den beiden Sachen. Gefällt mir eigentlich fast mehr als so, wie ich letztes Mal gemacht habe. Letztes Mal, dass ich dann eben kurz vor knapp nochmal. Oh, wir müssen beim Händler vorbei tanken.
Ja, wie gesagt, gefällt mir eigentlich viel besser als beim letzten Mal, wo ich dann da so alles hintereinander aufgenommen habe und dann. Boah, es hat auch sein Ding gehabt, ne? Vor allem vom Aufnehmen her war es halt spannend und einfach. Im Grunde habe ich, ne, das erste Stappenbach-Zeugs, Winter in Stappenbach, habe ich an zwei Abenden aufgenommen, ne, die fünf Folgen und. Nee, Herbst in Stappenbach war das, habe ich in zwei Abenden aufgenommen, einem Abend drei Folgen, am anderen Abend zwei. Und im Winter in Stappenbach habe ich, glaube ich, auch über 2 Tage oder so verteilt aufgenommen. Das ist schon angenehm. Und dann hat man 5 Folgen, hat man quasi eine ganze Woche abgedeckt oder länger. Das geht natürlich auf die Art und Weise nicht, ne? Das ist viel, viel weiter rausgezögert. Ja, und es ist immer schön, wenn ich irgendwie ein paar Folgen vorproduziert habe und die dann schon auf YouTube habe. Das ist ein gutes Gefühl, wenn man da weiß, okay, ich habe ein paar Folgen, die kann ich veröffentlichen. Und es ist nichts, was ich irgendwie zeitnah machen muss. Ne? Dann hab ich genug Zeit zum weitere Sachen machen. Ja, aber jetzt bei solchen Folgen, die halt regelmäßig was kommt, aber in größeren Abständen, ne, so wie die, oder jetzt auch, im Grunde auch wie Lost Berg, ne? Das ist ja im Grunde so. Lost Berg nehme ich ja meistens am selben Tag oder am Tag davor auf, an dem es rauskommt. Ne? Entweder nehme ich es am Tag davor abends auf und es kommt am nächsten Tag entweder morgens gleich. Na, manchmal release ich die Videos am morgens gleich, manchmal auch nachmittags um 3. Also entweder morgens um 6 oder nachmittags um 3. Also am Wochenende, da kommen Videos manchmal um 10 raus. Ich weiß es nicht, ich glaube nachmittags um 3 gefällt mir am besten. Ja gut, manchmal, wenn ich es nicht zeitlich schaffe, dann kommt es eh zu einer anderen Zeit. Aber wenn ich praktisch das Video vorher schon fertig habe, ich habe eine Zeit lang ja morgens released, ne, so wie der Diego das macht, ne, dass quasi Leute das mehr oder weniger zum Frühstück gucken können. Aber ich glaube, meine Videos sind einfach zu lang, das gucken die Leute nicht zum Frühstück. Die Leute. Ich mach's wieder, ne? Ich möchte das eigentlich nicht, ne, dass ich im Video immer die Leute sag. Es seid ja ihr. Ich glaube, viele von euch können oder machen das nicht, dass ihr dann mein Video auch morgens noch irgendwie vor der Schule oder vor der Arbeit gucken. Weil eben ein 30, 40 Minuten Video, manchmal ist es auch bloß 25, aber kaum halt, kaum unter 20 Minuten, doch ein bisschen lang ist. Und deswegen denke ich mir, dass Nachmittag zu lesen, so um 3 rum, doch die bessere Wahl ist. Ne? Das bedeutet dann, dass Leute von der Schule kommen. Ich habe es wieder gemacht, tut mir leid. Dass wenn ihr von der Schule kommt, wenn ihr noch zur Schule geht, dann vielleicht, ne, mit dem Mittagessen fertig seid oder von der Schule kommt und dann das Video gucken könnt. Und die anderen, für die ist dann abends auch schon bereit. Und ja, wie gesagt, Wochenende mache ich dann eher mal morgens, ne? Gerade Samstag, Sonntag so um 10 Uhr morgens, wenn ich da denke, dass dann die meisten Leute aufstehen und vielleicht auch ein bisschen Zeit haben, so am Sonntag. Noch 1 Meter vor, dass wir fangen können. Bitte. Danke. Hallo? Jawohl, jetzt. Und ansonsten, ja, wie gesagt, manchmal passiert es natürlich, dass ich eine Folge unbedingt rausbringen möchte an dem Tag noch, wenn ich schon einen Tag Lost Berg verpasst habe oder sowas und, oder schon halt 1 oder 2 Tage kein Video mehr kam. Dann warte ich nicht bis zum nächsten Tag mit der Folge, sondern. Huch, gerade ist zum Tanken der Motor ausgegangen und nach dem Tanken wieder an. Wusste ich auch noch nicht, dass das ein Feature ist. Ja, wie gesagt, wenn sich das so ergibt, dass ich mal wieder ein paar Tage ausgelassen habe und das Video nicht rechtzeitig fertig gekriegt habe, dann release ich das Video auch noch spät abends oder mitten in der Nacht, wenn ich es dann fertig habe. Weil ich mir dann denke, desto früher, desto besser. Aber wenn ich ungefähr im Zeitplan bin, dann versuche ich mich an die Zeit zu halten. Und dann kommt es halt am nächsten Tag, ne? So wie jetzt die Lost Berg Folge für den Tag heute eigentlich, während ich aufnehme. Ich habe heute das Replay vom Stappenbach Stream veröffentlicht. Und wir sind wieder falsch gefahren, aber wir können hier rüberfahren. Ich habe heute das Replay vom Stappenbach Stream veröffentlicht, anstatt einer richtigen Folge. Weil ich, ne, eigentlich hätte heute Lost Berg dran kommen müssen, aber ich die Lost Berg Folge noch nicht aufgenommen habe. Die habe ich jetzt gerade eben aufgenommen, die Lost Berg Folge. Und die kommt aber dann erst morgen, ne? Die mache ich nicht heute Abend noch. Ihr seht ja oben, es ist schon 9. Ah, ne, nicht 9, es ist schon fast 10. Eieiei, so spät ist schon. Auf jeden Fall, die kommt dann morgen raus. Und ja, ich denke mal, dass. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr von den Seiten haltet. Aber ich denke mal, das passt so ganz gut. Und aber mein ursprüngliches Ding, da, worüber wir eigentlich hier auf das Thema gekommen sind, dass ich. So. Dass ich es immer ganz angenehm finde, wenn ich ein paar Folgen im Voraus produziert habe und die dann schon da oben auf YouTube sind, und dann weiß ich genau, okay, ich kann jetzt mal, was weiß ich, dann aufnehmen, wenn ich will oder auch nicht, oder mal 2, 3 Tage Pause machen, ne, weil ich habe ein paar Videos und das ist immer ein schönes Gefühl. Aber bei den Folgen, die halt, ne, die mehr Zeitaufwand brauchen und ne, unregelmäßig kommen, wie Lost Berg und Abandoned Forest, ist es halt, wie gesagt, meistens so, dass ich am selben Tag oder am Tag davor noch aufnehme. Und nachdem die auch immer so alle 2 bis 3 Tage die Folgen kommen, ist es dann auch so, dass ich im Grunde am nächsten Tag schon wieder aufnehmen muss. Fast, beziehungsweise meistens ist es dann so, okay, ich habe gerade Folge aufgenommen, ich habe sie einen Tag danach veröffentlicht, an dem Tag, an dem ich sie veröffentlicht habe,
habe ich vielleicht unbedingt, nicht unbedingt Zeit, gleich nochmal eine aufzunehmen. Und dann komme ich schon wieder unter ein bisschen Zeitdruck. Also da muss ich mir in Zukunft mal noch ein bisschen besseres System ausdenken. Und das hat mir echt Spaß gemacht mit dem Stappenbach-Serie, mit den ersten beiden. Wirklich innerhalb von 2 Tagen im Grunde die Folgen für 1,5 Wochen aufgenommen. Aber das können wir nicht jedes Mal so gestalten, wie gesagt, weil ich hier das auf ein bisschen längeren Zeitraum jetzt ziehen möchte und kann dann nicht jetzt im Voraus die Folgen dann aufnehmen und dann, kommen erst in 1 Woche oder 1,5 Wochen raus, wie ich hier Mist fahre und ich habe währenddessen schon gepflügt und gesät und was weiß ich was alles auf dem Livestream. Das gefällt mir dann auch nicht, ne? Ich möchte das alles schön ein bisschen... Gut, der Livestream, der kann mal eine Folge spoilern. Ich glaube, das könnte durchaus mal passieren. Das mag ich nicht versprechen, dass es nicht passiert. Dass wir mal im Livestream was sehen, was jetzt noch nicht in der Folge raus war. Zum Beispiel hat man ja den Deutz-Akkordeon jetzt im Livestream nicht mehr gesehen. Ich denke, einige haben schon vermutet, dass er verkauft war. Oder ist gar nicht aufgefallen. Aber ich habe es ja schon in der Folge davor angekündigt. Jedenfalls, sowas kann durchaus passieren. Aber ne, ich möchte schon versuchen, dass das alles möglichst zeitnah released wird. Und deshalb kann ich dann jetzt auch die Serie nicht mehr so im Voraus aufnehmen. Aber ich weiß es nicht. Die Abandoned Forest. Ich werde mal versuchen, ob ich die Abandoned Forest Serie nicht im Voraus, weit im Voraus aufnehmen kann. Weil ne, da gibt es jetzt... Ja, wir haben ein bisschen langsamen Start im Moment, weil das Wetter sich einfach noch nicht so an das anpasst, was ich gerne hätte. Sprich, Sonne im Frühling. Aber wenn das mal soweit ist, na, dann haben wir einiges in Arbeit. Und ich denke mal, dass ich dann auch ein paar Folgen nacheinander aufnehme. Da gibt es ja dann nicht so viel, was ich... auf eure Kommentare eingehen will. Ein Grund, warum ich Lost Park nicht wirklich lange im Voraus aufnehmen möchte, ist, dass ich immer sehr gerne auf eure Kommentare eingehe und eigentlich immer ein bisschen euer Feedback abwarte, bevor ich wieder eine Folge mache. Wobei im Moment oder in letzter Zeit ist es nicht mehr ganz so stark so. Am Anfang war es sehr stark so, und dass ich immer sehr gespannt war, was ihr gesagt habt und es dann wirklich einfließen lassen habe. Mittlerweile ist die Serie doch ziemlich lange am Laufen, ziemlich aufgebaut und viele Dinge sind einfach in der Story mittlerweile festgesetzt und kann man nicht mehr so einfach verändern ohne irgendwelche großen Geschichten. Von daher, ja, da hat gerade jemand Lichthupe gemacht hinter mir. Wie gesagt, viele Sachen sind mittlerweile in der Story doch sehr fest verankert und kann man nicht mehr so ruckzuck und mal eben ändern. So, da müssen wir rein. In unser Fall 174. So, machen wir mal die Scheibe auf, dass wir ein bisschen was sehen hier. Aus diesem Grunde, ja, könnte ich da jetzt auch theoretisch Lostberg ein bisschen im Voraus aufnehmen, aber ist mir doch ein bisschen unwohl, ne? Wenn ich mal irgendwann einen Blödsinn mache oder irgendwas Unrealistisches mache oder irgendwie sonst irgendwas passiert in der Folge, wo ich dann auf eure Kommentare eingehen möchte, will ich eigentlich nicht, dass das irgendwie 3, 4, 5 Folgen später ist. Deshalb werde ich das bei Lost Park vermutlich nicht machen, das werde ich so beibehalten, dass ich das eigentlich immer in entsprechenden Abständen aufnehme, dass ich im Grunde nur eine Folge habe und nicht wirklich vorproduziere. Aber für die Abandoned Forest wäre das vielleicht mal eine Idee, wobei ich da auch noch sehr, gerade weil das Folge oder die Serie am Anfang steht, auf euer Feedback angewiesen bin. Aber auf der anderen Seite habe ich festgestellt, ich habe in meinem Kopf eigentlich schon eine ziemlich genaue Idee oder Vorstellung, was ich mit der Serie machen will. Und von da lese ich zwar gerne euer Feedback, aber vieles kann ich dann auch leider nicht umsetzen. Aber ich weiß es nicht. So, hier habe ich schon gestreut. Wir müssen jetzt mal gucken, wo ich hier schon war und wo ich noch nicht war. Ungefähr das halbe Feld gestreut, würde ich sagen. Irgendwo im Aufgriff. Ja, genau da vorne. Wie gesagt, und ja, jetzt habe ich mit Stappenbach leider auch nicht so. Stappenbach war eigentlich immer die Serie, die ich dann so schön im Voraus aufnehmen konnte. Aber schauen wir mal. Vielleicht mache ich dann wieder City Skylines zwischendrin. Das war auch immer so eine schöne Serie, die ich immer zwischendrin machen konnte. Bin ein paar Mal gefragt worden, also, ob wieder City Skylines kommt. Ich dachte mir schon, ihr wollt die Serie gar nicht mehr sehen. Aber ich habe im Moment tatsächlich mit 3 Serien noch ein bisschen viel am Laufen. Schauen wir mal, wie wir das machen. Ne? Ein bisschen viel, um jeden Tag nur eine Folge rauszubringen, ja. Ich möchte eigentlich nicht... Halt, Moment, wir müssen das hier anders machen. Wir machen das so und dann so. Ich möchte eigentlich nicht mehr als eine Folge am Tag rausbringen, normalerweise. Manchmal noch eine Stream-Veröffentlichung. Also manchmal habe ich es ja schon so gemacht, dass es noch eine Livestream-Veröffentlichung oder sowas war. Aber mehr als eine Folge pro Tag ist eigentlich schon nicht so gut. Aber das würde im Moment bedeuten, wenn ich 3 LS-Serien und City Skylines habe, ne, dass alle Videos nur alle 4 Tage kommen. Ne, alle 4 Tage ungefähr... Ich sage immer ungefähr dazu, weil ich ja es immer halt wieder passiert, dass ich eine Folge nicht rechtzeitig aufgenommen habe und dann dauert es halt. Aber ne, dann alle 4 Tage nur Lost Park, alle 4 Tage. Und das ist eigentlich fast schon ein bisschen wenig. Ne? Ich versuche ja schon, dass Lost Park alle 2 bis 3 Tage kommt, auch wenn ich es nicht schaffe. Und eigentlich möchte ich das mit Abandoned Forest auch.
Und daher weiß ich nicht, vielleicht mache ich City Skylines tatsächlich so als ein bisschen Lückenfüller, und dass ich da mal ein paar Folgen aufnehme und immer dann an den Tagen, an denen ich gerade jetzt keine Folge parat habe, dann wenn ich es nicht geschafft habe aufzunehmen, dass ich da dann City Skylines rausbringe, irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Ja, jetzt haben wir heute schon wieder richtig viel gelabert über YouTube und meinen Kanal und so Sachen. Ich weiß nicht, irgendwie ist die Stappenbach-Serie immer so ein bisschen ein Ventil dafür, um über die YouTube-Sachen zu reden. Das passt in den anderen Serien nicht so gut rein. Und hier habe ich immer viel Zeit zum Reden und keine Ahnung. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, das ist in Ordnung und ihr frisst mich dafür nicht. Aber na, irgendwo muss ich auch. Und ich rede auch ganz gerne mit euch über, na, was ich vorhabe, was ich denke, was ich mache. Na, ich denke mal, das ist das Schöne an YouTube, na, dass man so schön offen und ehrlich miteinander sein kann. Und ja, sich auch ein bisschen da gegenseitig Feedback geben kann, ne, zwischen Zuschauer und eben mir, wenn ich Videos mache, beziehungsweise anderen Videokreatoren. Weiß nicht, was ist denn das deutsche Wort in einem englischen Video Creators? Aber, oder Content Creators. Weiß nicht, was ist denn das? Erzeuger? Content Erzeuger? Das klingt doof. Ja, keine Ahnung. Ihr wisst aber trotzdem, was ich meine, das spielt keine Rolle. Jedenfalls, ja. Na, da reden wir ein bisschen drüber in der Stappenbach-Serie. Und, ja. Wir können aber auch über andere Sachen reden. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht in der Stappenbach-Serie das irgendwie, wenn mir vielleicht Themenvorschläge macht und ich dann einfach mir mal ein Thema raussuche und dazu mal meine Gedanken erzähle. Aber auf der anderen Seite möchte ich das vielleicht auch nicht unbedingt, ne? Ich gucke ja ganz gerne immer mal wieder bei Guten rein. Kennt ihr vielleicht, ne? Guten ist auch relativ bekannter Let's Player. Und der macht das ja so, dass er immer Themenvorschläge aus der Community beziehungsweise aus den Kommentaren annimmt. Und halt, ne, quasi jede Folge so ein Thema hat, und die machen ja auch viele Multiplayer-Serien, ne, dass die zusammenspielen zu zweit oder zu dritt. Und die machen das dann ja so, dass sie quasi jede Folge ein Thema haben und das dann einfach miteinander über das Thema reden. Es ist ein ganz interessanter Twist quasi, und ich finde das auch ganz schön, hab da gerne manchmal geguckt, ne, interessante Themen. Aber es sind dann halt auch manchmal Themen dabei, wo ich es nicht unbedingt in dem Let's Play erzählen will. Ne? Da hat sich ich habe mich da selber ein bisschen verändert. Ich habe früher unglaublich gerne Let's Plays angeguckt, gerade Minecraft und so, wo die Leute wirklich über jede erdenkliche Sache geredet haben, ne? Auch mal schwierige Themen, ernste Themen und so weiter. Und habe das echt total spannend gefunden, was die Leute dazu denken, und fand das echt sehr schön. Aber mittlerweile habe ich mich da selber ein bisschen verändert, ne? Dass ich mir denke, okay, wenn ich YouTube gucke, wenn ich ein Let's Play gucke, dann will ich etwas gucken, was mich ein bisschen ablenkt von ne, was da draußen vor sich geht auf der Welt, und nicht allzu ernste Themen angreifen, ne? Also ne, gerade hier im LS haben wir es ja schon auch manchmal über ernstere Sachen geredet, wenn es irgendwie um die Landwirtschaft ging oder sowas. Und aber ich möchte nicht allzu sehr auf mich auf irgendwelche düsteren Themen, sage ich mal, konzentrieren oder draufstürzen. Wie gesagt, ich finde, dass Let's Plays eigentlich eine muntere, frohe Unterhaltung sein sollten. Und zumindest meine Let's Plays eine muntere, frohe Unterhaltung sein sollten und auch als Ablenkung dienen können für all den Stress oder Theater, was die meisten Menschen im Alltag halt so haben, ne? Ich meine, brauchen wir sich ja nur mal umgucken. Die meisten haben irgendwie irgendwelche Dinge, die sie im Alltag stresst und nervt, und ich denke mal, das ist ganz schön, wenn man dann irgendwie so Let's Plays oder sowas hat, wo dann nicht irgendwie Blödsinn kommt. Ne? Wenn man irgendwelche Serien oder sowas schaut, und bei Serien ist es meistens so, da kommt auch Drama, ne? In der Regel ist eine Serie meistens Drama, ne? Selbst wenn man irgendwie eine Serie wie The Mentalist oder sowas guckt, was ja eher ein bisschen Crime-Serie ist oder so, es ist dann trotzdem auch Drama und so weiter drin, und dass die Leute sich anzicken und sich streiten, und ja, das gehört alles dazu, weil es halt ne, zum echten Leben dazu gehört. Und von daher finde ich, dass Let's Plays da in einem schönen Kontrast dazu stehen, wo eben das alles eigentlich keine Rolle spielt, ne? Und auch wenn ich eine Story habe und die Story nicht immer sehr schön verläuft, ne, versuche ich da nicht irgendwie ein riesengroßes Drama oder sowas reinzubasteln, ne? Das muss nicht sein, und ne, wer will das schauen, das will keiner gucken, und von daher, ich weiß nicht, ich denke mal doch, das stimmt nicht. Ich denke mal, es würden doch einige Leute gucken, aber es entspricht nicht dem, was ich gerne gucken will, und ich versuche meine Let's Plays eigentlich auch so zu gestalten, wie ich sie gucken würde. Es ist ja auch so, manche Leute fragen mich immer mal wieder, gerade in Livestreams, kannst du meinen Kanal mal einen Shoutout geben oder so, oder kannst du mal meinen Kanal sagen, dass die Leute da mal drauf gehen sollen, abonnieren. Ich habe so ein paar Mal einen Kanal aus, einen Shoutout gegeben, gerade für den Diego habe ich immer mal wieder einen Shoutout gegeben, habe aber auch schon für andere Kanäle einen Shoutout gegeben, dem Michael Fischer habe ich gestern im Stream einen Shoutout gegeben. Kann ich jetzt ruhig in dem Video nochmal machen, aber der hat echt verdient. Wobei, Zippersusum hat ihm einen Shoutout gegeben. Der Michael Fischer macht auch Farmvlogs. Der ist ein Hobbylandwirt. Der macht das nicht um Geld damit zu verdienen oder halt nicht hauptberuflich oder sowas, sondern das ist wirklich Hobby. Ja, auch mit ein paar Ziegen und glaub, Pferd und Esel, meine ich. Jedenfalls
Hat ein IHC. Für alle, die IHCs mögen, ganz schön IHC. Erst recht mit einem schönen Sound. Der hat sich super an, der IHC. Ja. Auf jeden Fall, genau. Wo waren wir stehen geblieben? Der macht schöne Videos. Der macht auch Farmvlogs, aber halt, wie gesagt, Hobbyland und so, ein bisschen im Kontrast zu Silver Susum. Aber ich finde das sehr schön. Der kann sehr schön erklären und ist sehr sympathisch auf seinen Videos. Und deshalb, ja, ich habe den ganz gerne geguckt. Ich habe den angefangen zu gucken. Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten der da hatte. 200 irgendwas, wo ich angefangen habe zu gucken. Und dann habe ich alle Farmvlogs nachgeguckt und habe vom ersten. Vom ersten Farmvlog und bis zum aktuellen halt. Und irgendwie ist er mittlerweile auf 357 Abos oder sowas gekommen. Was ja auch schon eine ganze nette Summe ist. Und vorgestern wurde von Sibershusum auf Instagram hat er einen Shoutout bekommen. Und dann hat er von 357 Abos auf 511 Abos gewachsen innerhalb von einer Nacht, von einem, also ein Abend zum nächsten Nachmittag oder sowas. Das ist schon richtig cool. Und dann hat Sibershusum ihm aber auch noch einen Shoutout gegeben in seinem aktuellen Video. Ne? Ich denke mal, ihr guckt auch alle Sibershusum, deshalb kennt ihr den wahrscheinlich jetzt auch, der Michael Fischer. Und mittlerweile hat er fast 800 Abos, vielleicht sind es mittlerweile sogar 800, wo ich letztes Mal geguckt habe. Also richtig cool, aber ich finde, das hat er verdient. Wie gesagt, er ist sehr sympathisch in seinen Videos und macht durchaus schöne Videos, erklärt viel und redet viel und spricht auch manchmal so ein bisschen die Problematiken und Themen an, die man halt in der Landwirtschaft so hat, auch in der Hobbylandwirtschaft, mit den Nachbarn, mit den Leuten, die man so auf dem Feld wegtrifft und na, mit den Städtern, die aufs Land rausziehen und solche Geschichten. Ja, wie sind wir jetzt eigentlich hier drauf gekommen? Ich weiß nicht, jedenfalls... ich weiß jetzt wieder, wir kommen gleich drauf zurück. Auf jeden Fall, der macht sehr, sehr schöne Videos und könnt ihr gerne mal vorbeigucken oder würde ich euch empfehlen, mal vorbeizugucken. Na, wie gesagt, der heißt Michael Fischer. Wenn man aber Michael Fischer eingibt bei YouTube, dann kommen erstmal eine ganze Menge andere Kanäle. Wenn ich es nicht vergesse, mache ich vielleicht einen Link in die Videobeschreibung, aber ich vergesse mit Sicherheit. Deshalb würde ich mal sagen, gebt einfach Michael Fischer Farmvlog oder sowas ein, dann findet ihr den Kanal auf jeden Fall. Und, genau. Ich war bei den Shoutouts, genau. Wie gesagt, ich mache gerne mal einen Shoutout oder sowas, aber ich mache einen Shoutout immer nur zum Kanal, den ich selber gucke und gerne gucke und daher weiterempfehlen kann. Na, ich werde nicht einfach irgendeinen random Kanal einen Shoutout geben. Zumal ein Shoutout von mir nicht wirklich was bringt, ne, für die paar Abos, die ich habe. Aber, wie gesagt, ich werde nicht einen random Kanal einen Shoutout geben, wo ich nicht weiß, was da drauf gemacht wird. Und das hat auch nichts mit, nicht irgendwie... Versucht dann nicht unfreundlich oder sowas zu sein. Es sind dann öfter auch Leute, die sagen, hey, machst du mal einen Shoutout für meinen Kanal und dann gucke ich auf den Kanal und dann sind da, was weiß ich, 4-5 Videos, wo jemand die Kamera vorm Bildschirm gehalten hat, in einem ganz schrägen Winkel. Warum wollt ihr da einen Shoutout? Ne? Tut mir leid, aber wenn ihr wirklich Videos auf YouTube machen wollt, ne, dann bin ich der Letzte, der euch da entmutigen will. Ne? Macht das. Auf YouTube Videos machen macht total viel Spaß. Probiert das aus. Aber... Schaut euch mal um auf YouTube, ne? Es ist mittlerweile einfach ein gewisser Qualitätsstandard gegeben. Es ist mittlerweile einfach, man kann nicht mehr mit total verpixeltem Zeug ankommen. Das geht einfach nicht. Weil, ne, sonst guckt das keiner und sonst will das keiner gucken. Und deshalb, würde ich mal sagen, jeder, der auf YouTube anfangen möchte, oder tatsächlich, gerade, ich rede jetzt nur mal von Let's Plays. Fangen wir nur mal von Let's Plays an. Jeder, der auf YouTube mal mit Let's Plays probieren möchte, ne? Es gibt OBS, das ist ein kostenloses Aufnahmeprogramm. Das müsst ihr euch holen. Dann könnt ihr, ne, den LS aufnehmen. Schade, dass ihr ein Mikrofon findet. Ne? Mein Mikrofon hat 1 Euro gekostet. Ich verwende es immer noch. Ich habe Angst, ein teureres Mikrofon zu kaufen, weil ich vermute, dass meine Stimme sich dann ganz anders anhört, wie bisher gewohnt. Und ich finde das eigentlich gut, so wie es jetzt ist. Und ich weiß es nicht. Solange es funktioniert, das Mikrofon, werde ich es verwenden. Wenn es mal kaputt geht, was vermutlich irgendwann passiert, es ist ein 1 Euro Mikrofon, ist nicht das stabilste, ne? Dann werde ich wohl ein anderes kaufen müssen, aber dann werden wahrscheinlich Probleme auf mich zukommen, ne, mit dem Audio-Zeug, das ich bisher noch nicht hatte. Das ist ein 1-Euro-Mikrofon, das rauscht eigentlich total, aber in OBS kann man Rauschunterdrückung einstellen, da muss man halt ein bisschen rumexperimentieren, bis das passt, aber wenn man dann die Rauschunterdrückung gut eingestellt hat, dann kann man das wunderbar verwenden. Dann habe ich noch eine Mikrofonverstärkung, weil das ein bisschen leise ist. Übrigens auch so eine Sache ist, aus eigener Erfahrung, ne, mit meinen ersten Videos war es so, dass meine ersten Videos viel zu leise waren. Wie gesagt, in OBS gibt es Mikrofonverstärkung, die kann man verwenden und das Mikrofon lauter machen. Das kann ich auch euch nur empfehlen. Guckt, dass eure Lautstärke nicht so leise ist. Das ist auch so eine Sache, die wirklich bei Anfängern oftmals der Fall ist und so ein bisschen störend ist, ne, wenn man jemanden nicht gut verstehen kann. Ansonsten kann man bei Let's Plays nicht viel falsch machen. Ne? Jeder hat so seinen eigenen Spielstil, seinen eigenen Charakter. Ne? Der eine mag vielleicht viel reden, der andere mag wenig reden. Der eine redet über das eine, der andere redet über das andere. Vielleicht macht jemand Zeitraffer dazwischen oder schneidet Sachen raus oder nicht.
Na, da kann man im Grunde nicht viel falsch machen. Na, da kann man einfach auch rumexperimentieren und schauen, was einem am besten Spaß macht. Und daher kann ich dann nicht sagen, okay, das ist ein schlechtes Let's Play oder ein gutes Let's Play. Aber das sind so ein paar absolute Basics, ne, die man halt einfach, eine Qualitätsstandards, die man halt einfach erfüllen muss, um auf YouTube heutzutage irgendwie überhaupt aufzufallen. Ne? Und deshalb, ich kann nicht einen Kanal, einen Shoutout zu einem Kanal geben, wo jemand, ne, das Handy für den Bildschirm hält und ein bisschen im LS rumfährt. Ne? Tut mir leid, das ist, das möchte einfach keiner sehen. Ne? Das ist die traurige Wahrheit, oder das ist, so traurig ist die Wahrheit ja auch nicht. Ne? Ihr würdet so einen Kanal ja auch nicht gucken. Von daher, versucht Videos zu machen, die ihr auch selber gucken würdet, und dann trifft das auch ihr zu. Aber wie gesagt, da kann ich dann auch wirklich keinen Shoutout geben, weil beim besten Willen, das gucke ich mir nicht an, und dann will ich es auch niemand anderem einen Shoutout geben. Und wie gesagt, was bringt das, wenn ich den Kanal einen Shoutout gebe und sage, hey, guckt mal den Kanal an oder abonniert mal den Kanal, dann gehen die Leute auf euren Kanal, sehen eure Videos und denken, boah, was ist denn das für ein Blödsinn, und kommen nie wieder. Ne? Also, wenn ihr einen Shoutout wollt, oder sag mal so, bevor ihr jemand nach einem Shoutout fragt, versucht lieber gute Videos zu machen, und ne, dass praktisch Leute, die auf euren Kanal kommen, dann auch wirklich bleiben. Ne? Also, bevor ihr rumgeht und Leute fragt, könnt ihr mir bitte einen Shoutout geben? Was übrigens auch so eine Sache ist, was viele YouTuber sehr nervig finden. Ich meine, ich finde es nicht nervig, es gehört einfach dazu, und das machen viele, aber na, es ist im Grunde auch so eine Sache, was man halt eigentlich auf YouTube nicht macht. Ne? Genau wie, dass man nicht unter fremden Kanälen Werbung macht und sagt, hey, guck mal meinen Kanal an, oder dass man in Streams nicht seinen Link zu seinem Kanal postet und solche Sachen. Ja, so gehört eigentlich auch dazu, dass man nicht nach einem Shoutout fragt. Ne? Weil, wie gesagt, das ist einfach so, keine Ahnung, gehört sich einfach nicht. Und aber ja, wie gesagt, wenn ihr nach einem Shoutout fragen wollt oder ihr das Gefühl habt, dass ihr einen Shoutout gebrauchen könnt, dann guckt, dass ihr vorher wirklich eine Qualität auf eurem Kanal habt, die dann die Leute auch da halten. Weil es hilft ja nichts, wenn da ein paar Leute auf euren Kanal gucken, dann aber feststellen, dass das alles nicht wirklich das ist, was sie gerne sehen wollen, und deshalb gehen. Von daher, das nur mal so als Hinweis. Ne? Und wie gesagt, ich werde keinen Kanal einen Shoutout geben, den ich nicht selber gucke, und meistens ist es dann halt so, dass ich den Kanal selber gefunden habe oder mir jemand einen Link geschickt hat oder so. Nicht, dass die Person mich angeschrieben hat und hat gesagt, hier, guck mal meinen Kanal an, der ist cool. Das passiert relativ selten. Wenn jemand das tatsächlich machen würde, ne, wenn jemand tatsächlich mir seinen Kanal empfehlen würde und ich total die Videos wunderbar toll finde, dann würde ich auch einen Shoutout geben vielleicht. Aber versucht's nicht. Ne? Also schickt mir jetzt nicht, spammt mir jetzt nicht mit euren Kanälen voll. Ich bin auch ehrlich, es gibt auch ein paar Leute, die haben mir gesagt, guck mal unter meinen Videos, was du davon hältst. Und ich gucke mir dann auch den Kanal an. Ne? Gerade bei den Livestreams mache ich das so, wenn jemand dann auch sagt, könntest du mal bitte auf meinem Kanal vorbeigucken, dann mache ich den Kanal in einem neuen Tab auf, und nach dem Stream oder so oder am Tag danach, wenn ich halt Zeit habe, gucke ich da mal rein in ein Video. Aber ich bin dann auch ehrlich. Ne? Also wenn ihr mir sagt, ich soll auf euren Kanal gucken, oder mir sagt, ich soll sagen, was ich von euren Videos halte, dann müsst ihr auch damit rechnen, dass ich ehrlich bin und auch Kritik übe. Ne? Und wie gesagt, wenn es dann ein Kanal ist, wo tatsächlich die Kamera auf dem Bildschirm zeigt, gut, dann mache ich wahrscheinlich gar keinen Kommentar mehr drunter, weil das ist eigentlich selbstverständlich, dass das mit Qualität nicht wirklich was zu tun hat. Aber ansonsten, da gucke ich auch mal ein Video rein und gebe ein paar Tipps, ne? Hat mal jemand einen Kanal verlinkt, wo Zeitraffer-Aufnahmen drauf waren, ne? Da habe ich auch halt, ne, da war die Kamera die ganze Zeit so hin und her gemacht, und das war sehr anstrengend zu gucken. Da habe ich halt in die Kommentare geschrieben, dass das sehr anstrengend zu gucken ist, wenn die Kamera sich so viel bewegt, und man in den Zeitraffer-Aufnahmen am besten die Kamera nicht so viel bewegt. Ne? Solche Dinge. Also wie gesagt, na, YouTube soll Spaß machen, aber ihr müsst schon auch Videos machen, die Leute gucken wollen. Und ne, die Hemmschwelle ist nicht groß. Ich meine, ihr guckt meine Videos, und die sind nicht die besten. Definitiv nicht. Ne, wir hatten das Thema vorhin, glaube ich, mal schon, oder war das im Lost Bug Let's Play? Ich weiß es nicht. Meine Videos sind definitiv nicht die besten, im Gegenteil. Und ja, es gucken trotzdem Leute. Aber es ist einfach so ein paar gewisse Qualitätsstandards, die man braucht. Ne? Ich meine, wenn man entsprechend sympathisch ist oder sowas, dann kann man auch über solche Sachen hinweg gucken. Es gibt, ich habe es schon öfter erwähnt, ne? One Lonely Farmer zum Beispiel aus den USA, auch der auch Farmvlogs im Grunde in dem Sinne, nicht wirklich als Farmvlogs benannt, aber halt auch Vlogs und Videos von seiner Landwirtschaft macht, oder vielleicht sogar, würde ich mal sagen, der ursprüngliche oder erste Farmvlogger in dem Sinne war, ne, der macht das schon seit 2009, da haben noch andere solche Sachen noch nicht gemacht. Ne, der hat auch nach wie vor nicht allzu gute Kameras, der hat stellt die Kamera immer irgendwo hin, da sieht man mal mehr, mal weniger. Mittlerweile macht er oft mal Voice-Over oder so, dass man wirklich was versteht, weil sein Sound nicht der beste ist auf den Kameras. Aber es gucken ihn trotzdem sehr viele Leute, ne, weil er einfach sympathisch ist, weil er es schon so lange macht. Aber ne, nicht jeder kann das machen. Erst recht, wenn man neu auf YouTube kommt und ne, wenn man Erfolg haben will, muss man erstmal was dafür tun, wie gesagt. Und Erfolg ist immer relativ, ne, ich meine, vielleicht ist für euch euer Ziel, mal, was weiß ich, 500 oder 1000 Abonnenten zu kriegen. Aber selbst das ist aufwendig und geht nicht mehr, indem man sich keine Mühe gibt. Ne? Man kriegt keine jetzt 50 Abonnenten mehr, indem man irgendwie, keine Ahnung, 460 oder 480p Videos hochladen. Also 720p ist zum Beispiel absolutes Minimum, 1080p ist eigentlich Standard,
Und ne, es ist, ich kann es verstehen, wenn man vielleicht einen PC hat und das nicht geht. Aber dann kann man leider auch, ne, so traurig das ist, kein wirkliches YouTube machen. Also dann kann man keine Let's Plays oder so machen. Also da braucht man halt einfach eine gewisse Qualität, die muss einfach sein. Erst recht, wenn man neu dazukommt, ne, dann hat man nicht das. Die Leute, die haben mich früher schon geguckt und finden das sehr cool. Also wie gesagt, man muss, glaube ich, oder man müsste, ich würde mal sagen, sehr, sehr extrem sympathisch sein und irgendwelche versteckten Talente haben im Reden und sympathisch sein, um mit wirklich 480p Let's Plays oder sowas Erfolg zu haben. Würde ich mal behaupten. So, jetzt fahre ich mal rüber zum Blackie und bringe dem gleich den Düngerstreuer. So. Wie gesagt, ja, wie sind wir eigentlich auf das Thema gekommen? Genau, Thema Shoutouts und so weiter. Jetzt habe ich, bin ich komplett den Faden verloren. Ich wollte noch irgendeinen Abschlusssatz sagen, aber ich weiß es nicht mehr. Genau. Ich werde keinen Kanal aus, ja, eigentlich war das mal in meiner Ursprungsaussage. Ich werde keinen Kanal einen Shoutout geben oder sonst irgendwas oder erwähnen, den ich nicht wirklich selber schaue und selber gut finde. Und ich bin sehr pingelig mit Kanälen. Ich gucke nicht viele Kanäle, beziehungsweise ich gucke eigentlich schon viele Kanäle, aber ich schaue in viele Kanäle rein und gehe dann auch wieder, weil ich es nicht gut finde. Also bis mir ein Let's Play gefällt, muss schon einige Sachen treffen und deshalb ja, ist die Chance, dass ich tatsächlich mal einen Let's Player einen Shoutout gäbe, nicht ganz so groß. Beziehungsweise gibt es nicht ganz so viele. Würde ich mal vermuten. Und ich meine das nicht böse, aber na, wenn ich einen Shoutout gäbe, dann wollt ihr das ja auch, ne? Wenn ich jetzt nicht euch einen Shoutout mache für euch, ne? Du da hinter dem Bildschirm, sondern jemand anderes von meinen Abonnenten. Na, dann willst du ja auch, dass ich quasi einen guten Kanal. Ein Kanal, der vielleicht von den Videos und vom Stil her ähnlich ist zu meinem oder irgendwie aus irgendeinem anderen Grund besonders interessant ist oder was. Ein Shoutout gäbe und nicht zu irgendeinem zufälligen Kanal, den eh irgendwie, der nicht wirklich dazu passt. Ne? Wie gesagt, ja, damit hätten wir das Thema durch und guck mal bei Michael Fischer vorbei. So. Ja, ich glaube, damit hätten wir die Folge tatsächlich beendet. Ist wieder ein bisschen länger geworden, wie üblich. Aber ich hatte das, ich musste das einfach mal jetzt machen, ne, mit den Shoutouts. Doch bin ich nochmal auf so ein Thema gekommen, habe ich nochmal so ein Thema angeschnitten. So, wir rauschen einfach mal durch das Ding hier durch. Glück gehabt. Kupplung treten und richtig schön ins Rollen. Ja, genau. Alles haben wir besprochen. Wir haben das mit den Shoutouts besprochen. Wir haben. Was haben wir denn davor geredet? Ich bin total durch. Ja, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ne? Ich habe immer so ein Problem, wenn ich nicht zum Abschluss komme. Ne? Wenn ich so ein Thema anspreche, aber dann durch dieses Thema auf das nächste Thema komme, dann noch ein anderes Thema oder sowas, dann komme ich immer so weiter. Aber ich habe noch nicht die Abschlusssätze für das vorherige Thema gesagt. Wir hatten noch ein anderes Thema, wo ich noch einen Abschlusssatz dafür sagen will. Wir hatten irgendwas mit Let's Plays und wie ernst die Themen darin sein sollten. Genau, mit den Themenvorschlägen. Mist. Darauf wollte ich ja nochmal sagen. Richtig. Themenvorschläge. An sich finde ich die Idee eine coole Sache. Und wie gesagt, den Guten habe ich... Genau, über den Guten bin ich zu Shoutouts gekommen und... Zu den Guten bin ich über Themenvorschläge. Jetzt haben wir den Faden wieder rückwärts geguckt. So. Ja. Genau. Themenvorschläge. Wie gesagt, ich möchte nicht über all sonstige Dinge reden. Aber wenn ihr Bock habt, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare irgendwie einen Themenvorschlag oder sowas. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich mache, aber wenn irgendein interessanter Themenvorschlag dabei ist und ne. Auch das wieder, ne, ist nicht böse gemeint, wenn ich euren Themenvorschlag nicht nehme, ne, das hat damit nichts zu tun, sondern wenn ich irgendwie ein Thema sehe in den Kommentaren, wo ich denke, ne, dass ich da stehe und wirklich sofort was dazu sagen will, ne, wenn ich ein Thema habe, wo ich denke, okay, da habe ich genau eine Idee, was ich sagen will, dann nehme ich das und dann finde ich das interessant und wenn es ein Thema ist, wo vielleicht durchaus ganz interessant ist, aber ich keine Ahnung habe, was ich dazu sagen soll, ne, dann kann ich das leider auch nicht nehmen. Aber wie gesagt, das können wir mal ausprobieren und gucken, ob wir das in der nächsten Stoppenbach-Folge dann umsetzen. Aber wie gesagt, keine allzu ernsten Themen bitte. Oder na, wenn ihr ernste Themen sagt, dann werde ich es einfach nicht nehmen, weil ich denke, dass das zumindest in meinem Let's Play nichts zu suchen hat. Na, ich möchte zumindest den generellen Durchschnittslevel auf relativ fröhlich hier halten in den Let's Plays. Und das Level der ernsten Themen auf Minimum halten und auch dann irgendwie mit der Landwirtschaft verknüpfen. So, na, also nicht zum allgemeinen Weltgeschehen nicht allzu viel sagen. Na, das ist... Da gibt es genug andere dafür. So, gut. Endlich haben wir alle Abschlusssätze gefunden. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.